Ein herzliches Hallo von mir an euch zurück. Von mir an euch, willkommen zurück. Okay, egal, ich lasse das jetzt so. ja, wie gesagt, wir füllen jetzt die Regale auf. Das haben wir ja letzte Folge schon ausgemacht. Bestellen nach, gucken dann mal, was das Geld sagt. Und dann überlege ich mir, wie wir das machen. Ob ich den Laden nochmal vergrößere und eine Produktlizenz kaufe. Na, gucke ich dann. Und ja, gegebenenfalls wird es dann gar nicht so verkehrt sein, einen Kassierer einzustellen, dass wir uns voll darauf konzentrieren können, die Regale aufzufüllen oder so. Mal gucken. Oh, und wahrscheinlich brauchen wir dann auch mehr Licht. Es ist jetzt hier schon ein bisschen dunkler als hier. Ja, ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Einen Tag werden wir noch spielen müssen. Und dann haben wir wieder ein bisschen mehr Geld. Ansonsten, was sagt ihr jetzt so? Habt ihr noch Bock auf das Spiel? Ich habe grundsätzlich schon noch Bock auf das Spiel und so neue Lizenzen und so. Aber ich komme halt pro Folge nicht so weit. Das ist halt so ein bisschen schade. Weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, viel schaffe ich nicht in einer Folge. Ich starte erst mal den Tag, weil dann kann ich direkt... Oh, was ist da los? Kann ich direkt bestellen. Puderzucker und Nudeln. Sagen wir, das lasse ich. Nudeln. Was da passiert? Die sind ja voll im Preis gefallen. Okay, wir bestellen nach... Zwei Soda. Jeweils eine Cola. Und zweimal Milch. Wir brauchen einmal Salz. Einmal grünes Öl. Wir brauchen zweimal gelbes Öl. Einmal rotes Mehl, zweimal gelbes Öl, einmal rotes Mehl. Dann brauchen wir zweimal Nudeln. Wir brauchen zweimal Spaghetti. Wir brauchen zweimal Reis. Zweimal blaues Mehl. Schon mindestens einmal Müsli.
Wahrscheinlich richtige Pro-Gamer bestellen wahrscheinlich einfach während der Öffnungszeit. Das könnte man natürlich machen, wenn wir einen Kassierer hätten. Dass wir dann nebenbei hier einfach bestellen und einräumen. Das sind für später mal eine Überlegung. Boah, zweimal Toast. Der Aufstrich geht nicht so krass. Nach zweimal Toast und zweimal Puderzucker. Ach komm, was soll der Geiz? So. Muss ich wieder nur aufpassen, dass ich nichts Volles wegwerfe. Cool. Also. Oder Zucker. Müsli. Ale. Mehl. Spaghettis. Die stehen ein bisschen im Weg. Reis. Ich weiß auch nicht, ob es sonst eine Option wäre, zu sagen, wenn ich Regale auffülle und so, dass ich das halt nicht mit aufnehme. Aber es gehört ja irgendwie mit zum Spiel, dass ich euch sonst immer nur dann mitnehme und aufnehme, wenn ich irgendwie, ne, wenn ich halt, wenn der Tag halt gerade läuft oder wenn ich was umgestalte, aber das ist doch eigentlich auch Schwachsinn, oder? Weiß echt nicht, wie wir das machen sollen. Je größer der Laden wird, wiederhol mich, ich weiß, es tut mir leid. Aber ich muss irgendwie, ich muss meine Gedanken wiederholen, um irgendwann auf eine Lösung zu kommen. Aber ich weiß nicht, ob es die Lösung gibt überhaupt. Nee, das sind nicht die Nudeln, das ist Mehl. Jetzt hätte ich hier fast Mist gemacht.
So, jetzt können wir gleich aufmachen. Den Laden. Kann ich die letzten Kisten auch noch verräumen? Dauert ja meist einen Moment, bis die Leute kommen. Prost. So, mal auf. Saft, O-Saft. Oder Zucker. Müsli. Nudeln. Oh. Genau fertig geworden mit Aufräumen. Jetzt kommen die Leute. Katsching ist immer das beste Geräusch. Dieses Vogelgezwitscher, das hat sich schon so in mein Gehirn gebrannt. Manchmal frage ich, überlege ich, ob das Ingame ist oder ob das im echten Leben gerade zwitschert. Weil mehr als ein bisschen Vogelgezwitscher und Autogebrumme gibt es ja hier nicht. Wie ist das eigentlich, wenn wir einen Kassierer einstellen? Kann der Fehler machen? Kann der uns Geld kosten? Also der kostet uns Geld, weil er natürlich Lohn bekommt. Aber kann der auch falsch abkassieren? Ich weiß gerade nicht, was ich erzählen soll.
irgendwas, was ich euch erzählen kann? Die Fragen? Interessiert euch irgendwas? Puderzucker kann ich gleich nachfüllen. Toast könnten wir mal nachfüllen. Dank. Ist immer schön, wenn die Kunden es einfach passend haben. Die Milch. Wird langsam leerer. Sieht es eigentlich noch gut aus. Der ist, glaube ich, leer. Jetzt ist er eigentlich schon wieder um 9. Viele Kunden kommen nicht mehr. Der wird noch alles kriegen, was er wollte, denke ich. Achtundzwanzig, 60. So, bitteschön. Dann ist der Tag auch schon wieder rum. Wir füllen auf. Bin aber immer noch nicht zu einem Entschluss gekommen, was wir jetzt tun. Ein bisschen Geld haben wir ja schon wieder. Theoretisch müsste man auch das komplette Geld direkt wieder reinvestieren. Aber ich behalte mir immer gern ein bisschen Puffer. Im echten Leben. So. Salz.
Natürlich ist hier noch eins drin. Das lassen wir jetzt mal. Oh, das kann man dann später sonst auch füllen. Das hier noch Mehl. Genau, alle geworden. Spaghetti. Ja, dann haben wir Toast. Nudeln gehen gar nicht mehr so gut. Aber vielleicht, weil sie jetzt auch Spaghetti haben zur Auswahl. Weiß nicht, ob das damit zu tun hat. Ja, ist grundsätzlich erstmal gefüllt. Eins, zwei Lücken vielleicht noch. Okay, also wir bestellen einmal Apfel, einmal Orange. Achso, es geht ja jetzt wieder nicht. Deshalb starten wir erstmal den Tag. Olivenöl, Milch, Salz. Welches Olivenöl? So. Einmal Apfel, einmal Orange, zweimal Milch. Einmal Salz. Einmal rotes Mehl. Einmal Spaghetti, einmal Reis, einmal blaues Mehl. Zweimal Müsli, zweimal Toast. Einmal Puderzucker. Okay, wir haben noch gut Geld. Also, wir könnten jetzt erstmal Rechnungen noch zahlen. Okay, also, wir könnten unseren Laden vergrößern. Das kostet 750. Dann bräuchten wir noch Regale oder Kühlschränke.
Ja, ich mache das jetzt einfach. No risk, no fun. Wir kaufen jetzt eine Lizenz. Und zwar die ist so teuer, aber ich will die gern haben. Oder wir nehmen wirklich Non-Food-Artikel. Okay. Wir vergrößern den Laden einmal. Wie sieht der Laden jetzt eigentlich aus? Ach, hier hinten. Nee, so richtig glücklich bin ich damit jetzt aber nicht, ne? Das geht auch nicht. Das denn jetzt? Das ist ja jetzt doof hier, so wie der Laden sich erweitert hat. Gefällt mir nicht. Nee, das sieht ja richtig schlimm aus. Aber die Zeit ist rum. Das heißt, nächste Folge kaufen wir jetzt noch die neuen Sachen ein. Und dann gucken wir mal, wie das mit dem Markt so läuft. Und ich glaube, wir müssen auch noch mal 1, 2, 3 Lampen oder so kaufen. Ja, das machen wir dann aber morgen. Also, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und mir bleibt nicht mehr zu sagen, außer bis morgen. Und ich bin gespannt. Tschüss!